Die Essenz des Lebens. Der Tag verging und so hielt wieder einmal der schwarze Mond Wacht über Sirocco. Als er seine nächtliche Andacht beenden wollte und die Sonne bereits den Horizont erklimmte, um die Welt mit ihrem Licht zu wehren, machte sich in Sumpf, genauer gesagt auf dem Geisterhügel, ein Biokryptologenpärchen auf den Weg zu einem Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Tami und Lucy standen auf dem Hügel, an dem sich die Anomalie ihren Weg scheinbar unaufhaltsam bahnte. Necron stand neben ihnen, begleitet von etwa ein Dutzend Geisterkriegern, welche lediglich über ein rostiges Schwert und eine modrige Rüstung verfügten, und sprach mit eindringlicher, ernster Stimme: Tami, Lucy, unsere aller Hoffnung ruht auf euren Schultern. Im übertragenen Sinne versteht sich. Diese Anomalie, sie wächst und wird größer. Ich verstehe nicht viel davon, aber so wie ihr es mir erklärt habt, dürfte eure Zeit sehr begrenzt sein. Denn seht! Er hob seine Hand und deutete auf die Mitte der Wiese, wo gestern noch ein kleiner Keimling zu sehen war. Jetzt sah man, dass er gewachsen war. Konnte man ihn gestern noch kaum erspähen, so war es jetzt unmöglich, ihn zu übersehen, da er bereits kniehoch war und erste Blätter an ihm sprossen. Es wird immer schlimmer. Innerhalb von nur einem Tag ist das verfluchte Ding so weit gewachsen. Wenn dem nicht bald jemand ein Ende setzt, dann haben wir in ein paar Wochen unter seinem Sumpf eine blühende, abstoßende und zumindest für uns überaus tödliche Wiese. Lucy verzog keine Miene, doch Tami nickte besorgt und kommentierte: Du hast recht, Necron. Es scheint immer schneller zu wachsen. Was auch immer die Quelle dieser Kraft ist, sie wird schnell stärker. Necron lehnte sich zu den beiden Biokryptologen und flüsterte leise, damit die Krieger es nicht hörten. Mal unter uns, Leute. Wie viel Zeit bleibt uns noch? 8 Tage, 24 Minuten und 45 Sekunden. Ertönt das spöttisch von Lucy. Was? Wie kommst du auf so eine genaue Schätzung? Es ist doch gar nicht vorherzusehen, wie schnell sich dieses Ding ausbreitet. Warf Necron mit einem überraschten Gesicht ein. Lucy blieb ganz gelassen und antwortete: Wie ich darauf komme? Durch die wunderbare Magie der Mathematik. Sie machte eine kurze Pause, ehe sie hinzufügte: Natürlich nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Woher auch, edler König? Wie du selbst gesagt hast, lässt sich die Ausbreitung nicht einschätzen. Wie also kommst du darauf, dass wir etwas einschätzen können, was sich nicht einschätzen lässt? Necron trat eilig einen Schritt zurück, hob die Hände neben seinen Kopf und sprach hastig: Okay, ich habe es kapiert. Meine Güte, hast du schon mal an eine Therapie gedacht? Ich kenne da einen guten Parapsychologen. Er grinste, doch Lucy fahrte regungslos. Necron wusste selbst nicht, auf was für eine Reaktion er hoffte, doch gar keine machte ihn etwas nervös, was sich auch in seinem Tonfall bemerkbar machte, als er fortfuhr: Wie dem auch sei, wir zählen auf euch. Macht euch auf zu den Menschen und bittet Hilfe. Das sollte euch helfen. Erreichte Tami einen Stock, an dem ein weißer Fetzen Stoff hing. Was ist das? Fragte dieser etwas verwundert, als er den Gegenstand in seiner Hand bedächtig musterte. Na was wohl? Die weiße Fahne, wie gewünscht. Und das hinter mir sind die Männer, die ich euch versprochen habe. Sie werden euch begleiten. Tami musterte immer noch die Fahne, während Necron sich umwandte und zu den Geisterkriegern sprach: So, Leute, die beiden hinter mir sind Tami und Lucy. Ab jetzt werdet ihr ihren Anweisungen gehorchen. Eure Aufgabe besteht darin, sich vor etwaigen Gefahren zu beschützen. Er salutierte und die Krieger ahmten es ihm nach. Danach drehte er sich wieder zu den beiden Biokryptologen um, gab ihnen die Hand und sprach: Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Kommentarlos verabschieden sich die beiden mit einem kurzen Nicken, drehten sich um und schwebten los, gefolgt von den Kriegern. Sie schwebten eine ganze Weile stumm durch die Gegend,
bis sie das Gebiet des Geisterhügels verlassen hatten und auf sumpfiges Gelände stießen, in dem die stinkenden Sumpflöcher trügerisch blubberten. Der Vorteilsgeist besteht auch darin, dass man sich um den Untergrund keine Sorgen machen braucht, da man ihn einfach nicht berührt. Während sie dieses Gebiet durchquerten, wurde es Nacht und die torfigen Erdabschnitte fingen an zu rumoren. Die Erde begann zu bröckeln. Tami, der dies bemerkte, sprach zu den anderen: Wartet! Hört ihr das auch? Die anderen lauschten und nickten dann zustimmend. Lucy starrte auf eine Stelle, wo sich die Erde leicht zu erheben begann, so als würde ein Maulwurf sich nach oben buddeln, und bückte sich dann zu dieser herunter, sodass sich ihr Kopf nur wenige Zentimeter über der betreffenden Stelle befand. Was ist das? Es sieht aus wie... Ah! Lucy schreckte mit einem lauten Schrei zurück, als plötzlich eine blaugrüne Hand aus der Erde geschossen kam. Tami gesellte sich sogleich zu ihr, nahm sie in den Arm und fragte besorgt: Lucy, alles okay? Geht es dir gut? Sie nickte, noch leicht erschüttert, und sprach dann gefasst: Ja, ich hatte mich nur erschreckt. Mittlerweile hatte sich eine zweite Hand nach oben durchgegraben und stützte sich mit der anderen auf das lockere Erdreich auf, um den Rest des Körpers an die Oberfläche zu ziehen. Erleichtert atmeten die beiden Biokryptologen auf. Ach so, es ist nur ein Zombie. Sprachen sie fast zeitgleich. Was sagen Sie es? Antwortete der Zombie. Ich habe kein Wort verstanden, gab Tami zu bekennen. Der Zombie griff sich mit seiner ganzen Hand in den Mund und zog eine Handvoll Schlamm heraus. Verzeihung, war das Sandre so besser? Die Stimme des Zombies, der nicht einmal 1,5 Meter hoch war und nur ein braunes, zerfetztes Hemd trug, klang sehr hoch. Nicht wie die Stimme eines jungen Knaben, sondern eher eines gescheiterten, verrückten Wissenschaftlers. Nein, eigentlich nur auf eine andere Weise schlecht, antwortete Lucy in ihrer üblichen, spöttischen Art. Ah, wie sehr verstehen Sie mich? Beharrte der Zombie. Es ist erstaunlich, dass jemand, dessen eines Auge am Sehnerv bis zur Brust hinabbaumelt, überhaupt etwas sieht, konterte Lucy, während sie ihn angewidert musterte. Seine Arme hingen schlaff herunter. Das Auge, welches herunterbaumelte, wirkte ebenso abstoßend wie der halb geöffnete Schädel, auf den sich ein paar wenige, dunkle Haare verstrickten. Der geöffnete, sappernde Mund gab einen Einblick in ein Paradies für die verschiedensten Bakterien. Die Zähne waren faulig, braun bis schwarz und teilweise fehlend. Freche junge Dame! Was wollt ihr hier? Geister auf dem Geisterhügel, Zombies in den Sumpf! Das könnte ich dich auch fragen, wenn es mir nicht total egal wäre. Lucy, ermahnte Tami, ehe er sich den Zombie zuwandte und sprach, verzeiht bitte ihr Benehmen. Manchmal ist ihr Mundwerk schneller als der Kopf. Ich bin Tami und das ist meine Frau Lucy. Wir sind nur auf der Durchreise. Wir wollen zum Menschenreich. Ich kann sie verstehen. Wir Zombies sind nicht gerade die Hübschesten. Sein Lachen war so breit, dass man jeden einzelnen der faulen Zähne erspähen konnte. Zweifellos. Wir befinden uns zwar in einem Sumpf mit lauter obskuren, abstoßenden Wesen, aber du bist mit Abstand das widerlichste Geschöpf, was mir je begegnet ist, bemerkte Lucy scharf. Lucy, ermahnte Tami erneut. Ist doch wahr, verteidigte sie sich. Ihr wollt also ins Menschenreich, ja? Das ist aber noch ein Stückchen des Weges. Warum so eine lange Reise? Es gibt da etwas, was unser Reich bedroht. Wir wissen keinen Rat. Darum suchen wir die Menschen auf, erklärte Tami betroffen. Fofo, was ist denn das Problem? Tami schüttelte den Kopf und sprach, es ist eine seltsame Kraft, die... Der Zombie bückte sich zu einer nahen Stelle, wo die Erde abermals bröckelte. Als er bemerkte, dass Tami innehielt und ihn beobachtete, erklärte er, rede ruhig weiter, das ist bloß Frag. Dachte schon, der würde wieder versaßen. Während der Zombie mit seinen Händen an der Stelle grub, wo er seinen Freund vermutete, fuhr Tami fort. Also, da ist eine komische Kraft.
Sie strotzt vor Leben und vernichtet alles Untote. Was sind ihre... Tammy kam nicht dazu, den Satz zu beenden, denn plötzlich schoss an der Stelle, an der der Zombie bis dato grub, zu seiner Überraschung nicht die erwartete Hand des Freundes, sondern eine Sonnenblume hervor, deren Stängel sich um seinen Hals legte. Die Geister traten erschrocken einen Schritt zurück, während der Zombie aufkeuchte. Da Zombies kaum Schmerz spüren, griff er geistesgegenwärtig den Stängel und zerrte daran, wobei seine Hände zu braten schienen, da dunkler, stinkender Dampf an dieser Stelle hervortrat. Die Blume zog ihren Stängel enger und der Zombie musste daher seinen Mund öffnen, denn auch er braucht Luft, sobald er sich nicht mehr im Schlaf befindet. Gerade als die Geisterkrieger die erste Überraschung abgeschüttelt hatten und ihre Waffen zogen, um auf den etwaigen Feind zu stürmen, neigte dieser seine Blüte zu dem Mund des Zombies hinab und hielt kurz davor an. Plötzlich fielen weiße, tänzelnde Pollen aus der Blüte heraus und gelangten so in den Rachen des Zombies, der darauf sofort tiefschwarz wurde und dessen Muskeln sich genau in diesem Moment verkrampften und er leblos zu Boden fiel, wobei er den Stängel der Blume abriss. Es dauerte dann nur Sekunden, bis sich die Blume wie ein Trugbild auflöste und ein schwarzer, lebloser Zombie zurückblieb. Die Geisterkrieger standen geschockt vor dem Leichnam und einer drehte sich zu Tammy und Lucy um, denen der Schreck auch noch in die Gesichter geschrieben stand, und fragte: Was ist hier geschehen? Tammy und Lucy blieben vorher stumm und schüttelten fast synchron ungläubig mit den Köpfen. Dann schluckte Tammy den Schrecken herunter und brachte kleinlaut hervor: Das war die antiparanormale Kraft. Er drehte sich zu Lucy und fuhr fort: Das Problem ist größer, als wir dachten. Es ist nicht nur auf dem Geisterhügel. Aber warum ist es hier wieder verschwunden? Doch bei uns ist es bestehend. Tammy griff sich an das Kinn und sprach grübelnd, während er auf und ab schwebte: Wie kann das sein? Bei uns ist es allgegenwärtig und inaktiv. Hier ist es spontan und aggressiv. Könnte es sein, dass... Oh, bitte lass mich irren. Sag schon, was ist los? Was denkst du? Drängte Lucy. Tammy blieb wie angewurzelt an der Stelle und sprach bedrückt: Was auch immer es ist, es scheint auf unserem Hügel sein Zentrum zu haben. Und was war das hier? Es scheint so, als wollte es uns aufhalten. Als er das sprach, glitt sein Blick nach unten, wo sich seine Augen gleich daraufhin weiteten, da er den Boden hinter Lucy bröckeln sah. Lucy, renne weg, hinter dir! Sein Warnruf kam gerade noch rechtzeitig, denn genau in diesem Moment schoss abermals eine Sonnenblume hinauf, direkt hinter Lucy, die, aufgrund der rechtzeitigen Warnung, sofort mit einem schnellen Satz zu Tammy sprang, sodass die Blume ins Leere griff. Die Geisterkrieger eilten herbei und begannen mit der Blume zu kämpfen. Sie versuchten, den Stängel mit ihren Schwertern zu durchtrennen, was sich als sehr schwierig erwies, da der Gegner überaus agil und wendig war. Ab und an bekam einer der Krieger einen Stoß durch den Stängel ab, der ihn zu Boden warf, und die Blume bückte sich zu ihm hinab, um ihn mit den Pollen zu benetzen. Doch gelang es ihr nicht, da die anderen Krieger ihren Kameraden sofort zur Hilfe eilten und die Blume so gezwungen war, sich erst einmal gegen diese zu verteidigen. So lief der Kampf einige Minuten, bis es endlich einem der Krieger gelang, den Stängel erfolgreich zu durchtrennen, woraufhin die Blume zu Boden fiel und sich einfach auflöste. Die Krieger freuten sich, doch ihre Freude dauerte nur kurz an, da Lucy rief: Wir müssen los! Dieser Ort ist gefährlich! Hopp, hopp! Tammy und Lucy setzten ihren Weg fort, gefolgt von den Kriegern, und als sie den Ort verlassen hatten, geschah etwas Seltsames. Der Boden unter dem Zombie öffnete sich, die Erde legte sich über ihn und schloss sich sofort darauf, um ihn in die Tiefe zu ziehen, wo er verschwand. Tammy und Lucy, die von all dem nichts mitbekommen hatten, grübelten derweil, was hier wohl vor sich gehen könnte. Wie soll das nur weitergehen? Keine Ahnung, aber ich will es schnell hinter mich bringen. Es wird langsam gefährlich. Langsam? Das soll langsam sein? Was bedeutet denn bei dir, dass es schnell gefährlicher wird? Lucy grinste diabolisch, woraufhin Tammy sprach: Okay, ich möchte es gar nicht wissen. Lass es uns schnell hinter uns bringen.